ja. Du verstehst? Ich auch. Oh, hallo, hallo. Das ist ja richtig verstärkt hier. Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung hier mit uns. Das Mikro läuft nicht. Das Mikro läuft nicht. Doch. Aber es ist schwarz. Doch. Könntest du vielleicht ein bisschen. Nur im Kontrast. Wow. Wirkt es, als ob ich viel stärker wäre. Aber nicht die Lautstärke zählt, sondern die Stille. Oder ja. ein bisschen näher. Wir würden tatsächlich ganz gerne erstmal mit euch in formloser Stille sozusagen, unangeleitet einfach ein paar Minuten sitzen. Und dann schauen wir weiter, was das Thema für das angekündigte Thema für heute, wie wir das etwas erläutern und gemeinsam erkunden. Aber nach unserer Erfahrung ist es einfach auch dieses Kraftfeld der Stille, der natürlichen Stille, wo gar nichts weiter geschehen braucht und wo es auch keine Anleitung braucht. Das ist sowieso immer da und wir wollen dem einfach Raum geben, einfach die Stille erstmal wirken zu lassen. Und dann schauen wir weiter.
Okay. Auf eine Art ist unser Zusammensein hier, die Worte, die jetzt gesprochen werden, sind eigentlich gar nicht so wichtig. Wir könnten einfach in Stille und in der Öffnung für diese, ja, für diese stille Präsenz einfach zusammen sein, ohne dass viel gesprochen wird. Für einige von euch ist es vielleicht etwas komisch und es ist nur eine Ahnung davon. Und für andere ist es ganz klar, dass da eine Präsenz ist, die weder innen noch außen ist, die weder irgendetwas abwertet, negativ abwertet oder positiv bewertet und die vor allen Dingen die normale Erzählgeschichte, die wir in unserem Kopf normalerweise haben, von ich, mich, mein, meine Person, was die Probleme sind, die das gar nicht anfassen braucht, die davon nicht berührt ist. Byron Katie sagt, eine spirituelle Lehrerin, die wir sehr schätzen, ja, wer bist du ohne deine Geschichte? Und das ist die Einladung hier, war die Einladung in Stille, ist die Einladung auch hier, immer wieder ja, spürend damit Kontakt aufzunehmen, zu bemerken, wir können ohne unsere Geschichte hier sein, präsent sein. Und wir sind sogar umso präsenter, je mehr die persönliche Geschichte wegfällt oder nicht angefasst werden braucht. Und dann leuchtet oft was durch oder wird was spürbar, was wir sozusagen die transzendente Dimension nennen. Die transzendente Dimension auf von Sein, von Wirklichkeit. Das ist auf der einen Seite, hört sich das irgendwie abgehoben an, transzendent, aber auf der anderen Seite ist es was total Natürliches. Transzendent heißt einfach, es geht drüber hinaus, es geht hinaus über unsere normale, begrenzte persönliche Identität. Über das, womit wir normalerweise im Alltag hypnotisiert sind. Ja, hypnotisiert wirklich einfach im Sinne von, die Aufmerksamkeit ist darin verfangen. Natürlicherweise sind wir beschäftigt mit dem, was unsere Sinne wahrnehmen, mit dem, was unsere Gedanken abgeleitet von unseren Sinnen uns erzählen. Und darin sind wir in diesen Erzählgeschichten unterwegs, über ich, mich, meins und mein Leben. Und das Transzendente geht über das hinaus. Einerseits können wir das so sagen. Andererseits braucht es nirgendwo hinzugehen. Es ist ja schon hier. Ja, in dem Sinne geht es nicht mal über irgendwas hinaus, sondern es ist schon die Grundlage von all dem, ist, worin das überhaupt erscheint, was schon selbst während der Geschichte mittendrin ist, ohne dass wir eh keinen Atemzug tun in Wirklichkeit. Und was auf die Weise sogar viel wirklicher ist, wer oder was wir sind, als was wir uns hier erzählen könnten über unsere ganze Identität und Geschichte. Und in dem Sinne macht es für uns total Sinn, dieses Thema, wie hieß es, Heilung durch Selbsterforschung, auch auf der Ebene zu betrachten. Wie, was könnte heiler sein als das, was schon das alles ist, worin das alles erscheint. Ja. Wie, wenn wir uns als das wieder entdecken können. Ah, okay, da. Auf eine Weise können wir sagen, braucht nicht mal mehr irgendwas geheilt zu werden, sondern entdecken wir das wieder, was schon heil ist. Und wir wollen jetzt tatsächlich in diesem Gespräch auch nochmal weiter untersuchen, wie das dann wiederum sogar heilend, heilsam zurückwirkt auf all das, womit wir uns normalerweise identifizieren würden. Man könnte sagen, wenn wir das erspüren, diese transzendente Dimension von uns, dann macht der Begriff Heilung im gewissen Sinne keinen Sinn, weil es ja ein Prozess ist meistens, von etwas, was als krank oder Störung definiert wird oder Krankheitssymptom hin zu etwas, was dann das nicht mehr hat und was sich anders anfühlt. Auf der transzendenten Dimension her können wir erfahren, dass es ein Heilsein gibt, was in gewisser Weise unberührt ist davon, ob der Körper oder die Psyche oder der Geist oder welche Ebenen auch immer gerade eine Dysfunktion haben, ja, oder nicht. Das ist. Und diese Ahnung, die kann ganz leicht auftauchen oder ja, die taucht dann auf. Das ist ein essentieller Geschmack von Transzendenz, ein Heilsein, für das es egal ist, wie es dem Körper geht. Hören wir manchmal sogar, ja, dass Menschen gerade in totalen Tiefpunkten oder Krisen oder in einer wirklich schweren Krankheit auf einmal reißt was auf, wo genau das entdeckt wird, wie wow, da gibt es was, was eigentlich jenseits davon ist, was nicht bedingt ist dadurch, wie es dem Körper geht.
oder der Psyche oder wem oder was auch immer. Ja? Und da könnten wir sagen, wird eigentlich auch in dem Sinne sogar manchmal durch Krankheit Heilung auf einer tieferen Ebene vielleicht nicht ermöglicht, aber zumindest wie erleichtert oder unterstützt. Ja. Ich kenne eine Frau, die sagt, sie sollte mal ein Buch schreiben, das würde heißen Gesund und glücklich dank Krebs. Ja. Weil sie für und Krebs wirklich, ich meine, ja, das wollen wir niemand wünschen, das wünschen wir uns nicht, das wünschen wir niemand. Und doch, sie sagt, sie möchte das nicht missen in ihrem Leben, weil das alles verändert hat. Weil sie das wirklich aufs Wesentliche und zu sich selbst zurückgebracht hat. Ja, und in dem Sinne können wir sagen, hat die Krankheit eine umfassendere Heilung bewirkt. Und diese Ahnung von Transzendenz, die ist so heilsam oder heil schon in sich. Ja. Ohne das ist es wirklich, dann wir immer in unserem Körper herum und es ist immer nie genug. Und dann kommt es in die nächste Krankheit, das nächste Symptom und es gibt wieder ein Problem. Also diese transzendente Ebene zu entdecken, ist nach unserer Erfahrung eine Sehnsucht im Menschsein. Dort entdecken wir also sowas wie ein Heilsein, was tatsächlich, ich meine, nur mal angenommen, wir hätten Krebs im Endstadium. Und, und die beste Wunderheilung funktioniert nicht mehr. Und wir alle, wir sind auf der menschlichen Ebene sterbliche Wesen. Das wird ja irgendwann passieren, dass wir auf unseren Sterbebett liegen. Diese transzendente Heilung, da können wir immer einen Zugang zu finden. Und dann können wir sogar in Frieden sterben. Und diejenigen von euch, die unsere Arbeit kennen, wissen, dass wir sehr auf diese transzendente Ebene auch immer wieder hinweisen, dazu einladen, verschiedene Selbsterforschungsmethoden auch anbieten, die dort sozusagen hinführen und das eröffnen sollen. Aber natürlich gibt es auch in der transzendenten Ebene oder der transzendenten Perspektive auf Wirklichkeit auch eine immanente, also eine weltliche, eine da, wo wir uns erstmal auch ganz normal als ein Mensch erleben, als ein Körper, als eine Person mit Gefühlen, mit der Psyche, mit dem Geist. Ja? Und manchmal neigen wir dazu, wenn wir nur die transzendente Ebene ja, nur noch daran interessiert sind, das fast zu vernachlässigen. Weil auch da ist eine ganze Menge heilsames Potenzial möglich für das, wo es dann scheinbar Störungen gibt, Krankheitssymptome, Dysfunktionen. Also, was wir damit sagen wollen, ist, dass beide Perspektiven auf die Wirklichkeit der beiden Ebenen für uns wichtig sind in unserem Ansatz. Sowohl das Transzendente, sowohl das, was immer heil ist, als auch das, wo sowas wie Nichtheilung auftaucht. Und ja, da ist es, und das ist ein bisschen paradox für unseren Verstand, der kann das eigentlich nicht verstehen. Man könnte eigentlich sagen, die transzendente Ebene ist eigentlich vollkommen unberührt. Da ist das fast egal, ob wir auf der relativen Ebene heil sind oder nicht. Und gleichzeitig ist unsere Erfahrung, wenn wir uns dieser Stille, dieser inneren Stille zuwenden, wenn unser überaktives, trennendes Denken, was ständig benennt, kommentiert, bewertet, sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist wertvoll, auch sagt, das ist krank, das ist gesund, ja, und ständig auch mit Lösungsversuchen unterwegs ist, wenn das zur Ruhe kommt, dann, wir nennen das manchmal den dualistischen Filter unseres Verstandes, dann kommt zur Ruhe und dann merken wir, wow, Frieden ist hier, Sein ist hier, unberührt. Und was könnte heilsamer wirken auf alles, als wenn wir friedlich und liebevoll dabei sein können bei dem, was auch immer da darin erscheint und verschwindet. Also das Paradox ist, auf der einen Seite ist es unberührt, auf der anderen Seite, wenn wir es erfahren und dann unseren Körper wahrnehmen, unsere Psyche aus dieser Stille heraus, aus dem Transzendenten, dann wird es in gewisser Weise davon informiert, ja, was vorher abgeschnitten schien, nur in der relativen Welt gefangen. Und es ist immer auch eine Einengung von Identifikation, von ich bin nur mein Körper, ich bin nur bestimmte Anteile meiner Psyche. Wenn das informiert wird von dem Raumbewusstsein, wird es manchmal genannt, der Eckhart Tolle nennt das Bewusstseinsraum oder Raumbewusstsein oder Bewusstseinsraum, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwas Raummäßiges. Ja. Wenn das dann sozusagen, wenn wir das spüren und da heraus dann auch wieder unseren Körper, auch unsere Psyche, unsere Gefühle, unseren Geist, unseren Energiekörper spüren, dann wird es in gewisser Weise davon informiert. Informiert ist in dem Sinne ein spannendes Wort, weil es ist, da steckt Form drin. Ja? Es wird, die Form wird informiert vom Formlosen, können wir ganz kurz sagen. Oder das Formlose wird eigentlich dann zur Form. Ja?
die Form entsteht überhaupt aus diesem Formlosen. Und das hat nach unserer Erfahrung enorme heilsame Unterstützungskräfte für alle relativen Ebenen von Heilung. Das heißt nicht, wir sprechen jetzt über innere Erfahrungen, transzendente innere Erfahrungen. Das heißt nicht, dass wir auch nicht dass wir äußere Faktoren, sowas wie Lebensführung, Bewegung, toxische Substanzen, Sternkonstellationen, Ernährung, systemische Einflüsse, Arbeitsplatz, autonomische Haltung aus dem Außen. All das ist auch wichtig. Oder auch Medikamente können Segen sein. Wir sind überhaupt nicht Anti-Medikamente oder selbst Schulmedizin hat absolut ihren nützlichen und segensreichen Platz oftmals. Aber gleichzeitig ist eine Grunderfahrung eben, wenn das alles sogar aus der Haltung der Stille erfahren wird und auch gesucht wird auf diesen Ebenen, das ist durchaus legitim, dann wird das auch informiert von einer Klarheit und von einem heilsamen Potenzial, was wirklich dann in gewisser Weise alles ausschöpft, ja? An Heilkraft. Und allein schon unseren Körper jetzt zu spüren, aus der Stille heraus, ist schon ein Genuss. Ja, das an sich ist schon ein etwas Heilsames. Einfach nur den Atem zu spüren. Einfach nur, was weiß ich, was eure rechte Hand, wie sie gerade irgendwo abgelegt ist, zu spüren. Und wie die rechte Hand sich freut, wenn du ihr einfach diese liebevolle Aufmerksamkeit schenkst. Ja, ist fast wie ein Lächeln, was dahin gehen kann. Hm? Aber die linke auch. Ja, die linke auch. Die linke auch. Nicht, dass die eifersüchtig wird. Das können wir in einem kleinen Bodyscan sozusagen wie durchführen. Das kann in den ganzen Körper fließen. Und jetzt unterschätzen, machen wir so eine kleine Unterscheidung auf der relativen Ebene, die nach unserer Erfahrung immer nützlich ist, zwischen verschiedenen Körpern zu unterscheiden. Auch das ist gar nicht großartig esoterisch. Ja? Wir haben gedacht, dass wir den Titel hier gewählt haben, die Stille, alle vier Körper, dachten wir, jetzt kommen so ganz Esoterik-Freaks und so und wir haben vier Körper und der eine fliegt nach Hawaii und der andere ist in Deutschland und so weiter. Das kann man ja auch machen. Universen. Jetzt alles mögliche an Erfahrung. Aber was wir meinen, ist einfach nur diese Unterscheidung von physischem Körper, ja, das, was wir empfindungsmäßig spüren. Und dann könnte man sagen, haben wir auch einen emotionalen Körper, die Stimmung, die Atmosphäre, die gerade, man könnte sagen, im Herzraum, Brustraum gespürt wird. Ja, wenn wir da Kontakt mit der Essenz aufnehmen, ist es ganz natürlich, dass wir eine Art von Frieden spüren oder eine Freude, eine grundlose Erfüllung, ja, Seligkeit, Ananda wird das genannt in der Advaita-Tradition. Das wäre so der emotionale Körper, der auch in Resonanz gehen kann. Mit dem, übrigens mal zurück, mit dem Leerheitskörper, wie die Buddhisten diese tiefste Ebene nennen. Die nennen das tatsächlich Leerheitskörper. Das ist irgendwie, hat eigentlich gar keine Eigenschaften. So wie Raum keine Eigenschaften hat. Aber wie Raum auch unzerstörbar ist. Wir können diesen Raum können wir zerstören, aber den Raum drumherum können wir nicht zerstören. Also der emotionale Körper profitiert davon, wenn wir in Verbindung mit innerer Stille sind oder in Erfahrung innerer Stille. Und auch unser mentaler Körper, ja, profitiert davon. Da, wo wir normalerweise vielleicht auch eher unruhig Gedanken und hin und her und sprunghafter Affen, den Affengeist, wie die Buddhisten das nennen. Ja. Wenn wir staunen über die Lehre, dann wird auch der Geist oft viel ruhiger oder konzentrierter. Oder transparent, dass wir gar nicht den Gedanken zwanghaft folgen müssen, sondern einfach still präsent sein können oder sehr präsent Gedanken folgen können, aber dann sehr konzentriert. Oder einfach geistige Klarheit erleben, ohne dass wir überhaupt irgendwas wissen müssen. Und dann können wir noch den Energiekörper manchmal dazu nehmen. Manche Menschen, auch gerade so sehr sensitive Menschen, so im esoterischen Umfeld findet man das ganz viel, dass da so eine Art, ja, diese Energiesysteme, manchmal werden Chakren gespürt oder Meridian oder Qi, Flow irgendwo. Auch das ist eine Art von noch einem zusätzlichen Erleben von relativer Erscheinung. Ja. Aber auch das kann von Stille informiert werden, kann vom Leerheitskörper informiert werden. Dann kann sich auch da Heilung und ein heilsames Potenzial einstellen.
Und das ist für uns wichtig, in unserem Ansatz beide Ebenen sozusagen oder beide Perspektiven, beide Wahrnehmungen einzubeziehen. Ja. Und wir haben jetzt gedacht, das ist jetzt eine halbe Stunde, sag mal so, wir könnten einfach einmal schauen, ob es Fragen gibt sozusagen dazu, ja, oder ob wir das erkunden über Fragen. Und sonst wäre das Angebot auch noch eine kleine geführte Meditation da noch zu haben. Das ist für uns eigentlich wichtig. Das ist jetzt so eine Reflexionsebene gewesen. Auf der einen Seite ist das etwas eine Metaperspektive, könnte man sagen. Sobald wir Gedanken und Worte formulieren, ist das eine Metaperspektive. Eine schöne Möglichkeit, das auch nochmal mehr in Spüren zu erfahren, wäre eine kleine geführte Meditation sozusagen. Was würdest du denn anbieten? So, nochmal diesen Aspekten nochmal in der geführten Meditation nachzuspüren. Oder individuell oder beides, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also es war jetzt echt konzentriert und dicht, so für unsere Verhältnisse. Ja. Aber für eure Verhältnisse war es vielleicht auch nicht dicht, sondern eher weit, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, es geht nicht um die Worte, ja. Es geht um das, ja, wir können uns hier begegnen. Wir können uns begegnen ohne unsere Geschichte. Ist das nicht erstaunlich? Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten halben Stunde einmal an euren Vornamen gedacht habt. Oder Nachnamen oder euer Geschlecht oder euer Alter. Das alles sind diese Transinduktionen von relativer Wirklichkeit. Und wenn wir da uns erlauben, dem nicht weiter zu folgen, dann sind wir hier von Herz zu Herz, von Sein zu Sein. Ein Sein. Das ist der non-duale Geschmack. Ja? Man könnte, wenn wir so auf die tiefen Ebene von Transzendenz gucken, dann können wir einmal diese Leerheit erfahren, da wo es nur noch ein Staunen gibt über kein Wissen, kein Körper, körperlos, Weite, wenn wir überhaupt Worte nutzen wollen. Und diese non-duale Erfahrung ist dann, dass wir eigentlich mal merken, es gibt nicht mal eine Trennung zwischen dem, was diese Leere ist und der und all den Erscheinungen, den vielfältigen Erscheinungen, die darin auftauchen, den Farben, den Formen, den Geräuschen, den Klängen, den Gerüchen in unserem Körper, den Emotionen. Was für ein Spiel. Ein schönes Spiel. Wenn wir um die transzendente Dimension wissen, wenn wir die vergessen, und das auch gehört auch zum menschlichen Leben anscheinend dazu, dass es irgendwann überschattet wird, dann verlieren wir uns in der relativen Welt. Bis wir davon frustriert sind, da Lösungen zu suchen und dann uns der Tiefe zu wenden wieder. Und unser Hauptlehrer Ramana Maharshi, ja, der hat auch tatsächlich wenig gesprochen. Der hat aber oft da gesessen. Und die Leute haben gemerkt, wenn sie in seine Nähe kommen, dann ist dann eine natürliche Art von Ruhe und Frieden, der sich auftritt. Ein unterstützendes Feld, könnte man sagen. Und dann hat er manchmal Fragen beantwortet. Und er hat immer wieder eingeladen zu dieser radikalen Selbsterforschung, wer bin ich wirklich? Ja, bin ich diese Empfindung, die ich gerade empfinde? Bin ich meine Gefühle? Bin ich meine Gedanken? Oder bin ich vielleicht das Bewusstsein, das all diese vergänglichen Erscheinungen kommen und gehen sieht? Und das ist auf der einen Seite eine Selbsterforschung, wenn wir nochmal zu dem Begriff kommen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Erlaubnis, gar nichts zu tun. Sich gar nicht mal mehr beschäftigen zu müssen, was ich als Person mit meiner persönlichen Identität bin. Ja. Jetzt können wir schauen, was das Bedürfnis ist, eher so wie sich zurückzulehnen und nichts sein zu dürfen oder Fragen. Wir sind offen für alle Verständnisse, alle Fragen auch. Meistens ist es schön, auch ein bisschen persönlich abzuholen. Das war jetzt sozusagen mehr ein allgemeiner Talk. Oft können wir nochmal. Die Worte, wie gesagt, die sind immer so ein bisschen. Ihr benutzt vielleicht andere Worte für eure Erfahrungen von Essenz und von Stille und von Transzendenz. Manchmal gibt es da auch
nochmal wieder so ein Einstimmen auf der Ebene. Ist da was? Ja. Achso, hier ist auch was. Oder möchtet ihr gerne schon jetzt eine kleine geführte Meditation dazu? Von da aus nochmal in die Erfahrung einzutauchen. Okay, dann macht's euch doch mal gemütlich, soweit das hier so geht. Wie auch immer, ihr könnt euch natürlich auch während des Prozesses noch zurechtruckeln, was auch immer es braucht. Und wenn du magst, kannst du dir erlauben, einfach gerade mal für ein paar Atemzüge, während der Körper zur Ruhe kommen kann, einfach mal so reinzuspüren. Der Körper atmet ja. Und auf eine Weise ist alles wie da mit einer subtilen Bewegung. Es ist aber egal, ob du die wirklich wahrnehmen kannst oder die erahnen kannst, dass vom Innersten bis zum Äußersten, von Kopf bis Fuß. Alles, was die mitschwingt mit dieser feinen Bewegung des Atems. Vielleicht kannst du auch fühlen, wie der Sitz, auf dem du da sitzt, die Erde, auf der du da deine Füße hast oder auf der Stuhl steht, wie das trägt. Einfach so. Total bedingungslos, total zuverlässig, bemerkt oder nicht, aber wenn du dir jetzt erlauben kannst, einfach mal wahrzunehmen, die Erde trägt ja. Kann vielleicht fast wie noch Gewicht abgegeben werden an dieses Feld der Schwerkraft, das sowieso schon alles hält. Und einfach mal neugierig sein. Vielleicht gibt es noch Stellen im Körper oder wo auch immer, die noch zusätzlich halten und die jetzt vielleicht sogar auch die Einladung annehmen mögen. Einfach nochmal tiefer sogar da noch loslassen zu können, wenn du magst. Und während du so spürst, wie die Erde schon trägt und sich vielleicht etwas in dir wieder hinein öffnen, der Erde anvertrauen mag, ist sogar egal, ob die Körpersinne das wirklich spüren können oder ob es was anderes, was wie Feineres gibt, wie du erspüren kannst, diese Erde, da unter dir, die kannst du spüren, die kannst du wahrnehmen nach einer Weile. Fast als ob du in sie hineinfühlen könntest. Fast wie als ob du auch den Raum zwischen deinen Füßen fühlen kannst. Eigentlich den ganzen Raum, auch um deinen Körper herum. Wenn du dir gerade erlaubst, einfach die Aufmerksamkeit in die Richtung fast wie aufgehen, sich weiten zu lassen. Als ob sich die gesamte Aufmerksamkeit gerade einfach in diese Weite, leere Stille hinein entspannen darf, in der alles erscheint und verschwindet. Vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, wie weit, wie grenzenlos
da etwas gibt, was eigentlich nicht etwas ist, was völlig unbeeinträchtigt schon immer hier war, schon immer hier ist und sein wird. Was die Unendlichkeit des Universums und noch davor und danach. Und allein das kann so wohltuend sein, wenn alles einfach in diesem Moment sich mehr dafür interessieren kann, als für, selbst wenn noch irgendwas durchzieht, aber was wenn das gerade in Anbetracht der Weite des Universums nicht mal wirklich wesentlich ist oder dich nicht mal zu interessieren braucht. Wenn du dir gerade erlauben kannst, lieber einfach diese Gelegenheit zu nutzen, die Stille zu genießen. Und dann, wer weiß, vielleicht magst du nicht mal mehr meinen Worten folgen. Dann erlaubst du dir lieber einfach nur die Stille an sich zu genießen und lässt dich nicht stören von dem, was auch immer ich noch anbiete. Sondern lässt auch das einfach wie durchziehen und kannst wahrnehmen, was auch davon völlig ungestört bleibt, worin das alles einfach nur verhallt. Und wenn du magst, kannst du mal wahrnehmen, wie das wäre von hier aus, quasi als das. Es ist sogar egal, was deine Körpersinne wahrnehmen würden, die sind auf eine bestimmte Weise angelegt und trainiert, aber für jetzt sagen wir gerade mal, wir könnten einfach deinen Identitätsschwerpunkt hierher verlagern, wo er in Wirklichkeit hergehört. Egal, was die Körpersinne behaupten oder wie die Wahrnehmungsverzerrung normalerweise wirkt, was, wenn in Wirklichkeit du ungetrennt einfach diese leere, weite Stille bist? Was, wenn das dein wahres Sein ist, deine wirkliche Identität? Alles andere kommt und geht. Und einfach so als Stille, wenn du schon Leere bist. Kannst du auf unglaublich wundersame Weise von hier aus diesen Körper wahrnehmen. Das Wunder dieses Körpers. Und von hier aus fühlt sich vielleicht fast flüssig an oder wie total durchlässig und offen für diese Weite und Leere und Stille. Und auch wenn du dir erlaubst, gerade da hineinzuspüren, ist da dieses Wunder dessen, dass Lebendigkeit in diesem Körper pulsiert. Ob du es erst in den Fußsohlen oder Händen fühlst oder im Herz oder wo auch immer. Und vielleicht macht es nicht mal wirklich an den Körpergrenzen Halt. Vielleicht kannst du es einfach wahrnehmen als das Wunder dieses Pulsierens des Lebens, diese Bewegung, die da erscheint und Form annimmt. Wenn wir es sehen könnten, könnten wir es vielleicht fast wie Licht sehen. Denn Licht ist auf der Ebene des Sehens, wie Schwingung erscheint. Wenn wir es hören, könnten wir es vielleicht eine Melodie oder sphärische Klänge. Und fürs Fühlen kann es wie dieses Pulsieren von dieser eigentlich unbeschreiblichen Energie sein, die da einfach
durchströmt. Keiner weiß woher. Keiner weiß wie. Aber wenn du das gerade wahrnehmen kannst, wirklich einfach wach und offen und neugierig für dieses Wunder des Lebens, was da erscheint, kann das so ein Genuss sein und so wohltuend für alles. Vielleicht kannst du es sogar gerade erspüren. Vielleicht gibt es in deinem Körper Bereiche, die sich eh schon total wohlfühlen und sich einfach wie, oh ja, da sogar noch weiter da hinein entspannen und öffnen und ergießen können, geradezu wie flüssig zu sein im Strom des Lebens an sich. Vielleicht gibt es auch Bereiche deines Körpers, denen das nicht so leicht zugänglich ist. Vielleicht gibt es Bereiche, die sich irgendwie fester anfühlen oder wo es sowas gibt, was wir vielleicht aus einer normalen Perspektive als Probleme betrachten würden. Und wie wäre das jetzt, einfach mal neugierig zu sein, was wären selbst diese Bereiche? Einfach so in diesem Feld gehalten werden können, einfach wie in diesem Strömen dieses Lebens. Einfach auch hier sein dürfen. Einfach so. Ohne dass irgendwas damit gemacht zu werden braucht. Wenn überhaupt irgendwas, dass du ihnen einfach deine liebevolle Aufmerksamkeit zuwendest gerade. Das wäre, als ob du sie zart als Bewusstsein, als Stille, als Lebendigkeit halten könntest. Denn hier sind sie ja schon. Dann kannst du vielleicht gleichzeitig auch schon spüren, wie parallel dazu schon der emotionale Körper aktiv ist, indem sich das möglicherweise schon liebevoll anfühlt und friedlich. Auf die Weise das Wunder des Lebens wahrzunehmen und dich dem Körper zuzuwenden. Vielleicht gibt es da sogar sowas wie so eine feine Schwingung von Freude darin. Wie so ein inneres Lächeln, was sich ganz natürlicherweise allem zuwendet, was da erscheint. Und auch das darfst du dir erlauben, einfach so zu genießen und ganz von selber wirken zu lassen, wie auch immer es das tut. Vielleicht sogar auf Bereiche, die sich manchmal nicht so genussvoll oder nicht so freudvoll anfühlen würden oder wo es vielleicht sogar sowas gibt, was wir normal als emotionale Schwierigkeiten wahrnehmen würden. Was wären auch die jetzt gerade fast wie einfach in diesem liebevoll, friedvollen, emotionalen Körper einfach gehalten werden könnten? Einfach so, einfach hier seiend. Möglicherweise kannst du auch schon wahrnehmen, wie auch der mentale Körper oder der denkende Geist zur Ruhe gekommen ist. Oder selbst wenn noch Gedanken durchziehen, gibt es da vielleicht auch was wie, als ob die endlos weite Leere der Stille auch das enthalten und einfach dadurch, dass sie dem Raum gibt, geradezu lösend darauf wirken kann. Lösend im Sinne von, da kann einfach was zur Ruhe kommen, sich öffnen. Und vielleicht sogar gerade indem du gar nicht weiter an irgendwas denken musst, gerade an irgendwas herumdenken musst. Kann sich das wie ein Knoten lösen, den du locker lässt und wo einfach, wenn Licht und Luft reinkommt, was Frisches, Neues, Klares auftauchen kann. Wo der Geist auf eine Weise, gerade indem er zur Ruhe kommt, viel reiner, klarer, geradezu brillant sein kann, kreativ werden kann. Indem er sich öffnet für die unendliche Weite des Ungeahnten, des Neuen. Und
Möglicherweise hast du auch schon während all dessen weh ungetrennt von den anderen Körpern und wir können ihn doch nochmal fast wie gesondert betrachten, diesen energetischen Körper wahrnehmen können. Diese Energie des Fließens und Pulsierens. Manchmal können wir sie als Wärme spüren oder als Frische oder sogar Kühle oder einfach Bewegung. Wo auch immer, wie auch immer du die gerade fühlen würdest, kannst du einfach mal wahrnehmen, wie das in Resonanz mit der Stille einfach auf seine eigene Weise wirken kann. Und dann möglicherweise von da aus sogar auf, wenn wir so sprechen wollten, weitere Körper wie deinen situationalen Körper, der vielleicht von hier aus sogar auch schon anders betrachtet werden kann und in den sich das vielleicht hinein auswirkt, wer weiß. Vielleicht gibt es da sowas wie eine Art von Beziehungskörper, systemischen Körper, wenn wir so sprechen wollten. Wo du von hier aus mal spüren kannst, wie ist das als Stille in Resonanz mit diesem friedlichen Hiersein, in deinen Beziehungskörper hineinzuschauen, in all die Wesen, die mit dir in Verbindung stehen, fast wie von hier aus, diese liebevolle, stille, friedliche Präsenz hineinstrahlen zu lassen. Das kann für dich weiterwirken, wie auch immer das für dich passt, ohne dass du dazu irgendwas im Wesentlichen zu tun brauchst. Du erlaubst dir einfach, du selbst zu sein, was du im tiefsten Sinne sowieso schon bist. Und alles Weitere kann folgen, kann sich ganz natürlicherweise daran ausrichten. Und daran braucht sich im Wesentlichen überhaupt nichts zu verändern. Selbst wenn sich deine Augen wieder öffnen, wann auch immer du so weit bist. Und du kannst damit experimentieren. Wenn du magst, kannst du auch deine Augen öffnen und wieder schließen. Und wenn das leichter ist, dich auf die Weise wieder wie einzuschwingen in diese Resonanz mit den verschiedenen Körpern in Ausrichtung auf die Stille. Du kannst einfach mal gucken, wie ist das? Augen offen, Augen geschlossen. Was ist immer noch hier? Was schaut da in Wirklichkeit aus deinen Augen raus? Ist das Sein, das Bewusstsein immer noch hier? Ist diese weite, leere Stille des Universums immer noch überall? Mal gucken. Also erstmal nur danke für die tolle
Durchleitung. Zum ersten Mal in eine neue Art gekommen, die Erde zu spüren. Also die Anziehung. Also man hört ja oft, man sitzt auf Mutter Erde, aber da war wirklich ein tieferes Spüren jetzt da. Ganz, ganz fantastisch. Oh, freut mich. Ja. Und dann noch eine Frage zum Verständnis. Zum Schluss der Meditation habe ich nicht genau verstanden, was du meintest mit Beziehungskörper oder Situationskörper. Ja. Das war ja einfach, den Begriff kenne ich nicht. Da bin ich ein bisschen rausgekommen dann. Okay, ja gut. Ja, die habe ich noch ein bisschen reingemogelt, das stimmt. Die hatten wir vorher gar nicht erwähnt. Dann hatte ich das in dem Moment wieder eher in den mentalen Aktivierungskörper katapultiert, der dann überlegte, was war das jetzt? Ja. Genau. Thorsten sagte ja vorhin, der vierte, den wir erwähnt haben, das war der energetische Körper. Ja. Ich habe gesagt, wir könnten den auch, entweder den vierten oder wir könnten sagen, es gibt noch einen fünften, sechsten, wenn wir so wollen, unseren situationalen Körper. Ja. Das, was wir um uns herum wahrnehmen. Und natürlich gibt es da auch immer Wechselwirkungen. Ja. Spätestens seit dem Radikalkonstruktivismus können wir davon ausgehen, Watzlawick mit dem Nachbarn mit dem Hammer ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Der Mann, der sich überlegt, er will sich einen Hammer leihen und während er sich noch überlegt, was der Nachbar alles Unfreundliches sagen könnte, gerät er schon so in Rage, dass er schließlich rübergeht und bevor der Nachbar überhaupt richtig die Tür auf hat, schon zu ihm sagt, Sie können Ihren blöden Hammer behalten, ich will den gar nicht mehr haben. Wie freundlich wird der Nachbar reagieren? Wird sich wahrscheinlich bestätigen. Ja, das ist einfach so ein drastisches Beispiel, was das deutlich macht, aber klar, brauchen wir hier wahrscheinlich gar nicht weiter auszuführen. Da gibt es immer auch auf den verschiedensten Ebenen Wechselwirkungen. Und überhaupt, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Wenn ich so gucke, sehe ich euch schon anders, als wenn ich euch so anschaue. Ja? Das könnte zum Beispiel sein, dass der situationale Körper, wo wir denken, oh, da ist irgendwie ein Riesenproblem, irgendein alltägliches Problem. Und wir nehmen Kontakt mit der Stille auf, was man merken wird, ist gar kein Problem. Oder es löst sich auf eine manchmal eine wundersame Weise. Ja? Weil es gibt manchmal auch tatsächlich in dem Sinne so kleine oder größere Wunder, dass wenn wir erstmal uns erlauben, gar nichts zu tun, dass sich die Situation wie von alleine zurechtrückelt. Und auf einmal brauchen wir nicht mal mehr irgendwie über das Problem nachzudenken, sondern es hat sich von alleine gelöst. Ja. Und manchmal scheint die Welt einfach so freundlich und das Leben spielt uns einfach alles zu, was wir brauchen. Und tragischerweise, je gestresster wir unterwegs sind und je angestrengter wir es versuchen, umso mehr geht irgendwie alles schief und kommt uns alles in die Quere. Solche Phänomene kennen wir auch wahrscheinlich alle, oder? So, das meine ich mit dem, ne, dass es da auch Wechselwirkung gibt und sowas wie so einen situationalen Körper, in den die Stille auch hineinwirken kann. Ne? Und dann gibt es einen Beziehungskörper im Sinne von einfach, wie wir in Kontakt sind. Ja, und natürlich gibt es auch in dem Sinne sozusagen deinen persönlichen Beziehungskörper, der auch auf dich wirkt und auf den du auch wirkst. Ne? Ich weiß nicht, ob du Frauen Kinder hast oder ja, Nachbarn oder ja, das wirkt ja auch alles zusammen in unserem Leben. Verstorbenen Ahnen, ja. Man könnte so ein bisschen so, das Bild, was mir kam, was Schönstes mit eingebaut hast, so, das sind so wie Fäden zu den anderen Wesen, ja. Und es können Fäden sein in der realen Welt, im situationalen Körper könnte man sagen, ja, zum Chef, zu irgendwie problematisch sein, das kann manchmal sogar Fäden sein, sagen wir, feinstoffliche Bereiche, wo wir die verstorbene Oma nochmal irgendwie als inneres Bild vor uns haben oder so. Und ja, diese uns in der Stille und in der letztendlich non-dualen Liebe zu gründen, verändert auch das Gefühle. Ja, da können wir eventuell sogar vergangene Beziehungsknoten oder Verflechtungen wie das kann da hineinwirken und sich dann lösen. So. Ich fühlte mich ein bisschen an die Metta-Meditation bei den Buddhisten erinnert, ja, die ja diese liebevolle Güte sozusagen Menschen zustrahlen lassen in Form eines Bildes, dass man ein goldenes Licht dahin schickt oder so. Ja. Das ist ein natürlicher Ausdruck von dieser non-dualen Einwirkung oder Auswirkung auf den Beziehungskörper. So in der Richtung? Ja, alles klar. Ich glaube, da war gerade eine Frage oder keine Frage. Ja, als du von den Beziehungskörpern sprachst, ich hatte die Augen halb geöffnet gehabt, habe immer eigentlich nur in diese Richtung geschaut, kamen ganz sanfte Farben.
Und zwar ein helles Grün, das ging dann in ein Blau rüber. Und ich war so dabei, es vermischte sich das Wort, was ich dann hörte, die Farben, die sich ununterbrochen veränderten. Es war einfach ein tolles Erlebnis. Ja, schön, danke. Könnte sein, dass du Augen im Hinterkopf hast und das geniale Ziel. Stimmt, hast du mal nach hinten geguckt? Guck mal. Guck mal, da ist eine Farbexplosion hinter dir. Vielleicht hat die da vorne ausgeschlagen. Ja. So, okay. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch das, was letztendlich keine Form hat, doch kann sich doch auch in Form und Farbe zeigen. Die Buddhisten nennen halt diesen Leerheitskörper auch, die nennen das farblose Licht, ja, das, was eigentlich gar keine Farbe hat. Aber solche essentiellen Qualitäten können sich ja auch in Farben zeigen. Und dann ist es oft sehr wirksam, sich da hineinzugeben, das wirken zu lassen. Und zufällig heißt es ja in der Chakrenlehre, dass das Grün das Herzchakra symbolisiert und das Blau das Kehlchakra, was die Kommunikation bedeuten würde. Insofern, wer weiß, wie das alles zusammenspielt und passt. Rasset, magst du das Mikro noch mal hinterreichen? Oder sind wir noch okay in der Zeit, oder? Thorsten, du hast vorhin gesagt, es ist ja ein Raum, das ist dieser Raum, kann zwar gestört werden, aber der Raum, der eigentliche Raum nicht. So, was macht dich da so sicher? Hast du jemals gesehen, wenn was gesprengt wurde? Dass dieser Raum zerstört werden kann und dass die Erde zerstört werden kann und unser Sonnensystem, was eins von 200 Milliarden in unserer Galaxie ist, von nochmal circa 200 Milliarden Galaxien mit jeweils 200 oder mehr Milliarden Sternen, dass das alles zerstört werden kann, das ist schon mal klar, ja, weil es nicht immer da war und es auch irgendwie vergehen wird. Und dann das andere, was mich sicher macht, ich meine, das ist eine Sicherheit, die ist einfach in der mystischen, in der Erfahrung, ist sie da. Ja, wenn ich zu dem Ich bin hingehe, was jenseits von allen Erscheinungen ist, dann fühlt sich das einfach so an, dass das wurde nicht geboren, das kann auch nicht sterben, das ist von nichts berührt. Ja, aber die Sicherheit ergibt sich einfach aus der Tiefe der Stille, die ich erfahren habe. Da fühlt es sich irgendwann so an, wenn ich es dann in Worte kleide. Aber ich weiß nicht, wie mystisch deine Frage gemeint ist, aber ich finde, sie hat auch noch eine weitere Konnotation im Sinne von, hey, na klar, ja, alles, was irgendwie Raum begrenzt, das kann zerstört werden. Ja, der Raum an sich bleibt, aber was wissen denn wir, ob Raum und Zeit bleiben? Ja, in dem Sinne, vielleicht verschwindet auch Raum. Und was Raum bleibt da? Ja, aber wir benutzen diese Worte als Krücken, um bestmöglich irgendwie auf das hinzudeuten oder in die Richtung zu weisen, von dem, was eigentlich nicht mit dem Sinn begriffen werden kann und daher nicht mit Worten gesprochen werden kann. Also benutzen wir Raum als diesen unbegrenzten Raum als das Bestmögliche, wie wir andeuten können, was noch jenseits von Raum und Zeit ist eigentlich. Ja, der war auch so gemeint, wir lernen ja immer, alles ist vergänglich. Mhm. Warum nicht auch das? Ja, und in dem Sinne ja, auch Raum und Zeit, ja, was auch immer, was wissen denn wir? Und was ist das, worin selbst Raum und Zeit erscheinen? Ja, das meinen wir eigentlich, dass das ist, was bleibt. Dazu können wir in Wirklichkeit nichts mehr sagen, aber wir können irgendwie... Und selbst, ich habe sogar nicht mal ein Problem damit, wenn das angezweifelt werden würde. Oder wenn das, was scheinbar beständig ist, auch noch gehen würde, ist das für mich kein Problem. Okay. Spannend. So geht die Forschung weiter, ja. Wow, noch mehr Unahnbares, Unbekanntes. Also Raumzeit hat es nicht immer gegeben. Im Urknall gab es das nicht und es ist entstanden. Und man weiß nicht, inwieweit ein anderes Universum noch existiert. Da eine andere Raumzeit existiert. Also es ist nicht so vergänglich, so unvergänglich, wie es zunächst scheint. Aber unsere Erfahrung ist, in der Zeit, in der wir leben, wir haben keine andere, wir kennen nur die eine, in der Zeit ist Raum nicht zerstörbar. Da kommen wir an die Grenze.
Und ich meine, da gibt es eben auch, würde ich sagen, auf der Ebene der Betrachtung von äußerem Universum, stimme ich dir total zu, und das stimmt, ja, Raum und Zeit gab es nicht, die sind mit dem Urknall entstanden. Und davor, ich meine, da kommen dann auch die Kosmologen an ihre Grenzen und können eigentlich gar nichts mehr erklären. Ja, so. Doch, es lässt sich davor zurückrechnen. Ja, aber so wie ich die Wissenschaft kenne, staunen die dann eigentlich immer nur. Da gibt es irgendwelche mathematischen Formeln vielleicht noch, aber was ist eine mathematische Formel? Das ist ein so abstraktes Ding, dass es dann auch schon wieder irgendwie nicht greifbar ist. Ich meine jetzt aber auch die innere Erfahrung der Mystiker sozusagen, ja. Die sagen, ja, so wie Jesus sagt, ich war, bevor Abraham war. Abraham ist in der Metapher der Anfang der Menschheit. Natürlich wusste Jesus nichts vom Urknall. Ne? War nicht so gut. Wer weiß, aber ich weiß, hat das nicht so mathematisch erklärt. Aber das ist noch so diese Überzeugung der mystischen Erfahrung, die sich so anfühlt. Ich war vor, selbst vor jeder Erscheinung von Raum und Zeit. Ich meine, jetzt kommen wir aber, das sind so Dinge, da sollte man eher drüber schweigen. Wie gesagt, da stottern wir dann rum und sagen halt Raum und meinen eigentlich das, was sogar unbedingt von Raum ist. Oder ja, nicht mal von diesem entstandenen Raum oder Zeit begrenzt. Aber es ist spannend, auch sich mit naturwissenschaftlichen Sachen zu beschäftigen, weil da würde ich sagen, die eröffnen oft dieses Staunen. Wow, wir denken, es gibt Raum und Zeit und das ist so strukturiert. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr merken wir, wow. Eigentlich, wir können es nachvollziehen und wissen auch schon was und können das manchmal sogar in mathematische Formeln kleiden oder darüber versuchen zu erkennen. Aber für mich bleibt da auch immer so ein Staunen. Dieses Staunen. Eigentlich ist das auch. Mystik heißt eigentlich das Unfassbare. Ja? Vom Wortstamm her. Mystische Erfahrung ist also unfassbar. Und deshalb muss man irgendwann aufhören, darüber als fassbare Begrifflichkeiten zu sprechen. So. Aber was für ein Staunen immer wieder. Über die Erscheinungswelt und über diese Ahnung von nichts, die sich dann manchmal auftut. Das ist eine der tiefsten Aussagen von Ramana, der gesagt hat, nichts ist jemals wirklich passiert. Eigentlich nicht verstehbar. Natürlich passiert irgendwie was, aber nichts ist jemals wirklich passiert. Das ist das all das, was so Substanz hat und beständig scheint, keinen eigenen Wesenskern hat, keine Wirklichkeit im Sinne von Beständigkeit, Substanz. Das kann eine große Befreiung sein, das so zu erahnen. Ich bin total friedlich, so, ja, ich muss mal anschauen. Es ist einfach schön, wieder mal schaut zu. Also irgendwie eine Mischung aus Kindlichkeit und Weisheit, aber so eine totale Ruhe. Ja, das alleine kann. Ich habe Stunden, Tage, Wochen wahrscheinlich vor diesen Brahmanas Bilder zugebracht, aber mich berühren zu lassen von dem, was da durchstrahlt. Man kann das nicht mal, das ist eine Kopie von der Kopie von der Kopie. Ja? Man kriegt diese Strahlen aus den Augen weg. Ja? Selbst wenn man es nochmal kopiert und nochmal kopiert. Ja, einer der beeindruckenden Menschen auf diesem Planeten. Es gibt viele weise Mystiker und tolle Wissenschaftler auch. Ja? Ramana war jetzt kein Wissenschaftler, aber war eben ein Mensch, der diese tiefe, transzendente Dimension so intensiv erfahren hat wie wenige am Planeten. Und das hat er oft ausgestrahlt. Und immer noch, wir fahren ja dann jetzt Anfang nächsten Jahres, machen wir den Indian Retreat, da fahren wir zu den Plätzen, wo er gelebt hat und wo er gesessen hat. Und da ist immer noch eine unglaubliche unterstützende Präsenz, einfach nur dadurch, dass er da gesessen hat, manchmal was gesprochen hat. Aber es ist irgendwie einfach beeindruckend. Lohnt sich, von ihm Bilder anzuschauen, wenn wir die gerne anschauen. Und auf eine Weise wieder, ja. Nicht, weil er irgendwas Bestimmtes gemacht oder getan hat, sondern
eigentlich durch genau diese Hingabe in die Stille und dieses sich anvertrauen an dieses grenzenlos bedingungslose Sein. Und dann wiederum strahlt das durch ihn und du spürst die Auswirkung dessen in dir. Ja, es ist ja, selbst wenn es so aussieht, als ob wir das in dem Bild sehen würden, aber in Wirklichkeit siehst du es ja, weil du es in dir spürst. Und das ist das schöne Sehen, das, was für uns, was für mich immer wieder ein Genuss ist. Ich meine, in gewisser Weise sehe ich Ramana in deinen Augen. Ja? Überall. Und es ist dasselbe Wesen, dasselbe Bewusstsein, Gewahrsein, was durch uns alle strahlt. Die Körper sind unterschiedlich, die Psyche ist unterschiedlich, der Geist ist unterschiedlich. Ja? Aber da strahlt das eine Wesen durch. Und den Geschmack kommt, wenn das gesehen wird, dann siehst du immer mehr Menschen und Wesen und letztendlich auch die unbelebte Natur als das Ausstrahlen dieser. Das liegt aber dann an dir, dass du alles sehen kannst in allem, das Heilige oder nicht. Ja, und an dir, dass du es sehen kannst. Ja, ja, klar, an jedem. Ne? Ja. Und man könnte sagen, sobald dir dieser dualistische Filter entweder wegfällt oder transparent wird, du musst nicht mal ganz wegfallen. Es können immer noch Gedanken auftauchen, die was benennen. Ich kann ja auch immer noch sagen, du bist, und wenn ich jetzt deinen Namen wüsste, könnte ich den nennen. Ja? Aber irgendwie können wir durchschauen. Ne? So ein bisschen wie eine Ferienwohnung, wo wir gerade jetzt waren, da ist vor deiner Terrassentür so ein Vorhang mit relativ großen Löchern, sag ich mal so 0,5 mm, so immer so Quadrate. So. Und wenn man weit weg ist oder es dunkel im Raum ist, dann kann man da gar nicht durchschauen. Ja? Aber man kann schon, wenn man nicht auf den Vorhang fokussiert, sondern oder nah rangeht, sozusagen, dann schaut man irgendwann durch den Vorhang. Das kann man mit den meisten Vorhängen, wenn sie nicht ganz dicht gewebt sind, schaust du irgendwann durch den Vorhang durch. Der muss nicht mehr ganz weg sein. Es gibt manchmal Momente von tiefer Stille, wo wirklich kein Denken da ist und dann ist es ganz klar. Aber manchmal ist es auch einfach nur so durchzuschauen und zu merken, ich kann dann irgendwie durch das Denken hindurchschauen und tiefer sehen und klarer sehen. Was ich noch dazulegen möchte, ist, dass die verschiedenen Ebenen, die ihr angesprochen habt, auch die Möglichkeit bieten, Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, ich rede laut genug, ne? Ja, ich glaube, also für Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen. Nicht nur auf der jetzt wahrnehmbaren körperlichen Ebene, sondern auf der anderen Ebene lässt sich auch Kontakt aufnehmen. Mhm. Und andere Menschen spüren das auch, wenn man Kontakt aufnimmt. Als er über Farben gesagt hat, man kann anderen Menschen, so aus meiner Erfahrung, Farben zukommen lassen. Und zwar diejenigen Farben, die sie gerade brauchen. Und die antworten dann auch und teilen das mit, dass das passiert ist. Also es ist eine Ebene, wo man auch Kontakt aufnehmen kann, wo man nicht nur in sich ist. Natürlich. Deshalb wollte ich das noch dazu legen. Ja. Das ist, was wir auch meinen mit dem situationalen, dem Beziehungskörper, dass das alles zusammenwirkt. Beziehungsweise, hey, in Wirklichkeit ist sogar eigentlich ein Sein, ein Bewusstsein ist, von dem aus das dann scheint, als ob wir getrennte Körper wären, die dann wiederum miteinander kommunizieren. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Nee, die Körper sind schon getrennt, die Körper. Ja. Bis du es dir unter dem Elektronenmikroskop anschaust. Ja. Oder bis du hinspürst, dass du merkst, selbst während wir hier in diesem Raum sitzen, schwingen wir schon zusammen. Wahrscheinlich habe ich ein paar Moleküle von deinem Atem gerade eingeatmet. Oder Hautpartikel, Staub. Ja. Aber ja, auf einer bestimmten Ebene wollen wir jetzt. Ne? Es gibt natürlich auch Trennung oder scheinbar getrennte Formen. Ne? Und gleichzeitig gibt es auch so spannende, auch wieder naturwissenschaftliche Untersuchungen, wenn ein Körper stirbt, zum Beispiel Hitler, ja, und dann verbrennt, oder wenn er verbrannt ist sozusagen, dann verteilen sich die Moleküle ja auf der ganzen Erde sozusagen. Und dann gibt es so Untersuchungen, irgendwie, dass nach, weiß ich nicht, 20 oder 30 Jahren zumindest irgendwie so ein Atom oder Molekül aus diesem Hitler-Körper, auch aus Ramanas Körper, irgendwie wieder bei uns angekommen sein muss durch die ganzen Stoffwechsel. Also wir haben alle ein paar Hitler-Atome und wir haben alle ein paar Ramana-Atome vermutlich eingebaut. Zum Thema Getrenntsein gibt es einen berühmten Versuch in der Physik und für die Physik ist das in der Zwischenzeit deutlich, wir sind gar nicht voneinander getrennt. Es gibt einen berühmten Versuch, da werden in der Zwischenzeit sogar Moleküle, da wurden damals Lichtteile getrennt über circa 800 Kilometer
Und wenn man ein Teil, ein Photon auch nur in irgendeine Bewegung versetzt, versetzt sich das andere auch in Bewegung. Es ist vollkommen wurscht, wie viel Entfernung dazwischen ist. Die Verschränkung. Die Verschränkung. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Urknall, da waren wir alle verschränkt. Ja, das stimmt. Das heißt, wir sind auch heute noch verschränkt. Wir empfinden es nur als getrennt. Wir sind nach wie vor verschränkt. Wir sind verschränkt. Das ist eine schöne Aussage, glaube ich. Herrlich. Besser als beschränkt. Nicht beschränkt, sondern verschränkt. Gute Differenzierung. In dem Sinne ist es unser aller Heilungsprozess, wir sind alle zusammen hier drin. Herrlich. Okay. Ja, okay, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke. Okay. Achso, wir haben morgen einen Mini-Workshop sozusagen von 2x1,5 Stunden, falls ihr da kommen wollt noch, wo wir ein bisschen auf Schattenbereiche unserer Psyche eingehen, insbesondere die Begegnung mit schmerzhaften oder unangenehmen Emotionen, weil das so ein Bereich ist, wo, wenn wir da unklar sind oder wenn wir da, sagen wir mal, das sind Bereiche, wenn wir da nicht eine gewisse Bewusstheit haben, dann können immer wieder auch der Umgang mit Emotionen auch dazu führen, dass dieser dualistische Filter an den Abwehrmechanismen des Verstandes wieder sehr stark nochmal einsetzt. So. Und da ist noch unsere Erfahrung nach Schattenintegration sehr hilfreich, dass wir da einfach auch klar sehen. Und das Enneagramm, das wird morgen eine ganz kleine Mini-Einführung sein, das Enneagramm, was das so beleuchtet. Und das andere Thema, im zweiten Teil wird es eher sozusagen das direkte Erleben von Emotionen gehen, weil es da gibt es einen Unterschied, ob wir in Geschichten gehen mit dem, was wir an Schmerz und Angst und Wut erleben, oder ob wir bereitwillig sind, wirklich zu fühlen, was wir fühlen, aus der Stille heraus. Das wird morgen so in dem Mini-Workshop-Thema sein. Um 19 Uhr fängt es an. Kannst du noch was sagen, Steck? Eigentlich, so. Eigentlich hätten wir es am liebsten haben wir haben immer mehr das so, dass es so ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, um uns intensiver aufeinander einzulassen, auch eine Gruppe, das kann was Schönes haben. Also am liebsten hätten wir, dass alle Leute, die morgens kommen, auch am Nachmittag noch kommen, weil es hat auch inhaltlich Zusammenhänge. Aber falls es so ist, dass ihr sagt, ach, ich möchte gerne zur zweiten Sitzung kommen und die erste kann ich nicht oder sowas, wäre das auch möglich. Wir machen so eine kleine Mini-Wiederholung von der ersten Sitzung und haben thematisch das versucht so zu konzipieren, dass beides möglich ist. Aber lieber wäre es uns, und ich glaube auch für euer eigenes Einlassen, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, weil man kann ja hier so viele Sachen besuchen und das ist ja auch toll und schön und hier und da, ja. Aber wenn ihr unsere Arbeit wertvoll findet oder sowas, könnte es auch mal nützlich sein, sich für 3 Stunden, ist ja nicht allzu viel, wir haben ein Ausbildungsprogramm von unserem, wo wir Begleiter ausbilden, das sind ungefähr 500 Seminarstunden. Das ist ja nur ein kleiner, ein Mini-Teil. Das sind unsere bestbesuchten Gruppen. Das stimmt. Also, beides ist total okay. Wir würden uns wünschen, eher ein bisschen Verbindlichkeit oder Einlass. Aber wie es passt. Genau. Danke. 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 Danke.